Herzlich willkommen auf meinem Fermat-Blog zum großen Satz von Fermat. Heute geht es nach dem Inson um die Frage, wer kennt wen? Eine kleine Geboren-Verstorben-Tabelle und warum dir sowas die Note verbessern kann oder Vorteile für dich persönlich daraus entstehen können. Beim großen Satz von Fermat geht es um die Vermutung von Herrn Diophant, dass es für die Formel von Pythagoras A² plus B² gleich C² nur in der zweiten Dimension Potenz der Flächen, wahre und ganze Lösungen mit ganzen Zahlen gibt und danach in Potenzen größer als 2 nie wieder. Warum? Heute haben wir dir eine kleine Tabelle über geboren, verstorben aufgeschrieben und ins Netz gestellt. Warum ist das wichtig? Weil man nicht von, am Beispiel der großen Philosophen gesprochen, Sokrates, Platon, Aristoteles, nicht von Aristoteles auf Sokrates oder umgekehrt schließen kann, weil Sokrates nichts wusste von dem, was Aristoteles geschrieben oder gedacht hat, weil er 15 Jahre vorher verstorben war. In Bezug auf den großen Satz von Fermat geht es um die Differenz von Euklid und Pythagoras. Euklid, der auch 2 wichtige Sätze von Pythagoras ergänzt hat, nämlich den Höhensatz und die 2 Kathetensätze, war ungefähr 150 Jahre nach Pythagoras aktiv. Auch noch ein kleiner Hinweis für den großen Satz von Fermat direkt. Fermat lebte von 1607 bis 1665 und nur der Veröffentlichung seines Sohnes Samuel Fermat haben wir es zu verdanken, dass der große Satz von Fermat überhaupt publik wurde. Er ist erschienen in dem Buch Arithmetica, Bemerkungen von Diophant. Sonst wäre dieser wichtige und wertvolle Satz mit allen seinen Nebenschauplätzen in der Geschichte des Meeres umkehrt, im Meer der Geschichte verschwunden. Das wäre sehr schade gewesen. Abschließend wie immer der Hinweis, dieses Video, wie alle Videos, wie alle Bilder vom WEFA-Institut selber, stehen dir unter der OER-Lizenz CC BY SA zur Verfügung, was im Bayerischen bedeutet, du doch was magst damit. OER ist die Abkürzung für Open Education Resources und heißt auf Deutsch Freie Bildung für alle. Liken, teilen, weitersagen, mach einfach was daraus. WhatsAppen, Twittern, Instagrammen, Telegrammen, wie es dir gefällt. Danke für heute. Bis zum nächsten Video. Tschüss und Servus und für Gott.